Hallo und willkommen zurück bei Mass Effect Legendary Edition. So, Yara ist an Bord. Wir haben geredet. Und jetzt, Moment, das sollte mal. Sollte mal das so. Ah. Das ist so ein Punkt, der ist definitiv mit dem Gamepad viel einfacher. Hier ist nichts. Nö, okay, hier ist komplett nichts mehr. So, wie funktioniert das jetzt? Wie komme ich hier raus? Escape. Okay. So, das System haben wir schon, das haben wir auch. Eventuell können wir uns hier noch komplett umgucken, würde ich sagen. So, da war das, glaube ich, Mass Effect 2, wo es noch diesen Neuer Sprit gab. Nachrichteneingang. Stelle durch. Commander Shepard, mein Name ist Nassana Dantius. Ich habe einen Job für Sie. Über ungesicherte Kommunikationswege möchte ich jetzt keine Details nennen. Wenn Sie an meinem Angebot interessiert sind, kommen Sie bitte auf die Zitadelle, damit wir uns unter vier Augen unterhalten können. Ich werde in der Diplomatenlounge im Präsidium auf Sie warten. Na, ist das die, an die Salarianerin, oder? Nee, die Asari ist das, glaube ich, die in. So, Salami, ist hier irgendwas? Ausmacher, Salami, alles klar. Okay, gut. Das ist das. Nächster ist das hier. Da oben, dann ist noch eine Zirke. Helium 3. Pharos. Eine verlassene Basis. Aber viele der Trümmer waren mit den Insignien der Magna-Kolonie. Okay. Vitalperiode. Das ist ein bisschen weit raus. 270 Uhr. Okay. Dann ist hier auch nichts. Und wir können nur noch Markedo und gucken. Planet Nummer 1 ist das hier. Fahrstufe 1, so machen wir mal. Okay, warte mal. Wir brauchen Elektronik. Guck mal, hier sieht man schon, was die Verstärker haben. Ashley, Garrus. Beauty Powerhouse, Ashley, kommst du mit? Garrus kommt nur zwar. Abwechslung mit. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie ich das hier mit der Maus steuert. Keine Ahnung. Aber wir müssen jetzt noch was anderes machen. Und zwar, ich glaube, unser Team hat auch Punkte. Die man hier noch gefahren. Stufe 1, das ist, denke ich, okay. Squad. So, genau. 12 Punkte hatte Gauss noch. Dechiffrierung. Sturmangriffstraining. Präzisionsgewehr ist eventuell für ihn interessant. Taktische Panzerung ist sowieso. Erweiterter Overkill. Sturmangriffstraining. Kann man mal das? 1, 2, 3, 4. Ja. Pali. 8 Punkte. Zack. So, Schrotflinte. Ach, das müssten wir bei uns auch mal machen. So. Ja, da müssen wir echt nur ja, was machen. Pistole. Schütze. Ja.
Okay. Ach Gott, da muss man sich so auch. Boah. Was ist das hier? Anomalie. Festung. Hallo? Ach so, Tag, ach, Zielort ist das rechte. Okay, alles klar. Ah, zurück zur Normandie können wir auch über das Menü. Interessant. Eventuell vielleicht. Ist hier außer an dem Berg vorbei hier. Ja, ich weiß es halt gar nicht, wie ich mich hier repariere, falls so ein komisches Wurmvieh kommt. Naja, das sieht man dann, wenn es kommt. Da oben? Und, aber ernst? Moment. Ich gucke mal, ne, das doch irgendwie. Ah ne, guck mal, das ist das hier. Oh, okay. Okay. Das ist was anderes. So ist Springen. Das ist Boost. Wie kann ich aussteigen? Wie kann ich aussteigen? Fahrzeug. Schießen, Kanone abfeuern, zielen, Steuerung. Reparieren ist R. Das ist praktisch. Das liegt direkt. Fahrzeug verlassen, Q. Ah ja, okay. Alles klar. Garus. Oh, hier ist nichts oder was? Was sind das? Gefahrenstufe da oben? Keine Ahnung. Hier ist nichts. Hier liegt noch was, aber da kann man nichts mitmachen. Okay. Schade. Schade, schade, schade. Oh, da ist noch was. Jetzt wieder so ein paar Materialien. Komm, kämpf. Du? Spür das. Unterwegs zur Position. Suche nach Material. Großes Thoriumvorkommen. Nicht schlecht. So, dann mal. Ups. Wow. Oh. Seht ihr das? Viel zu viel Rot. Naja, genau da. Gucken mal, dass wir das irgendwie aus der Entfernung ein bisschen hinkriegen.
Ah, okay. Widerliche Scharfschützen. So, gucken wir mal vorsichtshalber, ob du. Oh! Ja, natürlich steht noch einer im Haus. So, dann würde ich sagen, das sind Pirate. Das sind Piraten. Ja, alles nehmen. So, warte mal. Mir mache hier mal zack. Panzer abbrechend. Nein, radioaktiv. Ist auch nicht schlecht. Chemisch, ja. Chemisch ist gut. Gauss, du nimmst das Ding. Oh, guck mal, Benji 3, das wäre was für dich. So. Hammer. Ja, mach du mal Hammerin. Ist auch gut. Tali. Du bist eher auf der Pistole, glaube ich, angewiesen. Kessler ist ein Näh-Edge. 2 ist okay. Und dann mach du auch Waffenwirkung. Chemisch. Ja, wieso eigentlich nicht? Genau. Ah, okay, hier kann man die Waffe wechseln. Okay, alles klar. Das ist ein Pirat. Stase. Wir können mal ausprobieren. Einigkeit. Oh ja. Barriere. Heben. Na, heben brauchen wir das momentan nicht. Oh. Schild muss. Wie kann ich heilen? Wie kann ich heilen? Wie kann man hier heilen? Erste Hilfe verwenden, V. Ich flicke sie wieder zusammen.
aufbrechen. Zack. Weg damit. Wow. Vorsicht! Ist noch jemand. Los, los, los! Das Heben ist doch schon witzig. Der ist schon tot jetzt. Was kannst du hier machen? Dämpfung, das bringt dir irgendwie nicht. Okay. Alles gut. Ja, lecker. Was drinnt das? Ich glaube, wir sind ja fertig. Immer gut. Okay, also es scheint mir so, als hätte sie die Nebenmission nicht grundlegend überarbeitet. Und wir gucken mal, ob das immer wieder dasselbe. Oh, cool. Dasselbe Layout ist. Ja, nimm mal alles. Einfache Dechiffrierung, das ist immer gut. Phoenix. Aha. Ja, lecker Sache hier. Also ganz grob habe ich das Gefühl, dass ich so ein bisschen besser spielt mit Maus und Tastatur, also im Kampf auf jeden Fall. Da müssen wir mal gucken. Ich glaube, unser Waffe macht zu wenig Schade, weil wir sie überhaupt nicht geskillt haben. Da müssen wir mal noch gucken, dass wir das irgendwie bei der nächsten Stufe aufsteigen und ein bisschen was bei uns auf die Waffe machen. Fehlerhaftes Objekt. Brand.
Brandsprengsatz, Giftsiegel, Rüstungsupgrade, yay. Oh, für Dechiffrierung, Fähigkeiten zu gering, Tisch untersuchen. Sie haben jetzt die Beweise dafür, dass sie assarische Sklavenjäger anführen und Nasser eine bedeutende... Okay. Dechiffrierung ist zu gering, das ist aber nicht gut. Okay, da muss einer, muss Dechiffrierung. Okay, also wir halten fest, wir halten fest, Elektronik ist wichtig und Dechiffrierung ist auch wichtig, das wusste ich gar nicht mehr. Okay. Trümmer, ja, die gucken wir uns auf jeden Fall noch an. Kommen wir da hoch oder so mir außer rum? Von mir außer rum, oder? Oh ne, hier geht's zum Rand. Müssen wir doch. Ausrufezeichen? Nö, das haben wir ja schon. Das ist für das Gebäude an sich. Ah, guck mal, hier können wir doch. Oh, oh. Ja, das geht. Das geht. Ah, guck mal, drin ist ja schon was. Garus steht dumm und ruf. Starte manuelles Kurzschließen. Ach du hey. Nein! Nein! Das kann ich nur mit Mauer. Gott sei Dank. Merde. Hallo? So, passt doch. Alles nehmen und wir kommen doch auch hier zurück zur Normandy. So, Galaxiekarte. Eigentlich könnte man auch noch zurück zur Zitadelle, aber ich glaube. Oh Moment, mir war hier noch nicht fertig, gell? Mir war hier. Genau. Oder? Nee. Ja, arbeiten wir uns hier immer von innen nur außen vor. Da haben wir dann auch noch nicht. Schriften einer Matriarchin. Genau, das ist der letzte dann. Xenon. Okay. Raus und dann hätte man den Cluster hier, Artemis Tau, hätte man fertig. So, irgendein Asteroid, Noveria, Pharos, Zitadelle. Argus Roh, da haben wir irgendwas zu tun. Hades Gamma, ich glaube Hades Roh haben wir irgendwie. Aber das sind auf jeden Fall Hauptmissionen, Noveria und Pharos. Gut, aber ich glaube, das machen wir alles das nächste Mal. Wir gucken gerade hier mal ins Tagbuchrennen.
Nee, Inventar. Crew ist die Crew. Daniel, wieso? Asari-Schriften. Ja, das ist so Sammelaufgabe, dass du auch. Ja, hier. Da müssten wir eigentlich in die Citadel. Das ist was anderes. Die vermisste Marines. Da müsste man auf die Citadel. Nee, das ist diese. Hades Gamma Cluster. Ah, Hades Gamma Cluster, da haben wir was zu tun. Ansonsten hier Pharos Gate-Angriff oder Noveria. Ich würde sagen, das entscheiden wir beim nächsten Mal. Ich glaube, Pharos könnte man mal. Dann machen wir auf der Zitadelle das alles ein bisschen komprimierter. In diesem Sinne würde ich sagen, beim nächsten Mal geht es dann weiter nach Pharos und bis dahin dann. Bye bye.